Willkommen, Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, ihr seht's oder ihr habt's im Titel gesehen, kommen, gehen oder gehen und kommen, also viele kommen, viele gehen. Ich muss sie heute auch aus dem Clan Herausforderer ein paar bitten, wieder nach Hause zu gehen mit der Prämisse, danke für die tolle Unterstützung und so weiter. Ihr wisst schon, was ich damit meine, inaktive Leute, die in der Liga nur einen Angriff gemacht haben und sich danach nie wieder gemeldet haben. Oder noch inaktivere. Aber ich habe es immer im Moment oder ich habe es immerhin ganz, ganz nett umschrieben. Also immer nach der Prämisse, ja, vielen Dank für die Unterstützung. Du kannst ja wiederkommen, wenn du wieder ein bisschen aktiver bist und so weiter. Aber da bin ich jetzt kein Unmensch. Aber wir haben hier Ligaende. Ja, wir haben Ligaende und ihr habt es ja im Livestream gesehen. So ein paar waren überrascht, so nach dem Motto, Toto, zeigst du jetzt echt den ganzen Livestream die ganzen Live-Angriffe im Livestream. Also die ganzen Angriffe, ja, ich habe alle gezeigt und ihr seht das hier, wir sind hier Zweiter geworden. Wir sind Zweiter geworden, sehr, sehr guter Zweiter, 5,41. Ich glaube, wir haben sogar bis zum 84:3 noch geschaut. Der T14 hat noch angegriffen hier, also auch die letzten 10 oder die letzten Angriffe haben wir hier im Livestream, glaube ich, nicht verpasst. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir nicht doch was verpasst haben, aber ich müsste jetzt die Stunden zurückrechnen. Wann war der Stream zu Ende? Wann haben die Leute hier noch angegriffen? David Jones. Aber hier unten war, glaube ich, nur noch... irgendwie war nur noch der TF offen. Wir gucken hier mal den Babywäsch an. Ich muss noch den Bonus hier verteilen. Auch das ist immer eine ganz, ganz kleine, schwierige Aufgabe. Für mich zumindest. Denn ich mache mich natürlich zum Buhmann, wenn ich jetzt Leuten den Bonus gebe, die nicht mehr da sind, die hier nichts gespielt haben. Das mache ich nicht. Da könnt ihr davon wetten. Also das werde ich nicht tun. Die hier wenig angegriffen haben, das in anderen Clans ist das so üblich, dass die überhaupt nicht gespielt haben oder ganz, ganz wenig gespielt haben, hier die Medaillen kriegen. Das mache ich aber nicht. Ich finde schon, dass die Medaillen die verdient haben, die hier auch so ein bisschen gespielt haben, die ja also an der CWL aktiv beteiligt waren und auch ihre Medaillen geholt haben. Ich glaube, hier haben ganz, ganz viele, richtig viele Medaillen geholt. 239 Stück waren es, glaube ich. Und da gibt es ja gleich noch ein bisschen Bonus von mir drauf. Also auf jeden Fall Glückwunsch an die Herausforderer. Ich weiß noch nicht, ob wir hier danach noch eine 30er spielen können. Ich glaube, es wird eine 15er. Denn sonst macht der Gegner, habe ich heute Abend auch in Discord getippt, der macht einfach ein bisschen zu viel Sterne bei uns im Rathaus 9 Bereich. Denn das sind gefundene Fressen für Clans, die dann im unteren Bereich auch 10er haben, 11er haben und unsere 9er können da nichts anrichten. Deswegen glaube ich, dass entweder, es gibt zwei Möglichkeiten, wir werden genug 10er für eine 30er und 11er für eine 30er und unsere 9er gehen dann woanders hin. Irgendeiner hatte gesagt, wir sind nicht mehr erwünscht, müssen wir jetzt alle 10 werden? Nein, ihr seid nach wie vor bei mir erwünscht hier, denn die CWL ist ja nur alle 4 Wochen und das ist halt CWL-spezifisch. Ich sag's mal so, wenn wir hier auffüllen würden auf 30 12er, 11er, 10er, keine 9er mehr, die 9er gehen irgendwo anders hin, spielen irgendwo anders ihre Liga, dann heißt das noch lange nicht, dass ich euch danach nicht mehr hier mag oder so und immer mit diesen Truppis hier weitermache. Das ist in keinster Weise so. Ich glaube, das wurde heute auch im Chat bestätigt, dass es hier absolut nicht so ist. Also wir brauchen hier in den normalen Clankriegen, wenn wir hier große Clankriege spielen, ich nenne mal so Zahlen 25 bis 40er Clankriege, dann müssen wir hier auch die Rathaus 9er haben. Aber ich will jetzt mal kurz die Bonus vergeben und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht. A, willst du natürlich die gespielt haben. B, willst du nicht, die nicht gespielt haben. Hier unten gibt es welche, die nicht gespielt haben oder ich habe sie jetzt schon gekickt. Den Jul habe ich rausgeballert, den Julius, den Noah, den Lukas, Gemüse. Hier oben glaube ich auch noch irgendjemanden, die ich so gekickt habe. Ich habe mir selber noch nie mit einem meiner Accounts hier überhaupt Bonusmedaillen gegönnt. Vielleicht müsste ich dann auch mit meinen Accounts woanders hingehen, um die Bonusmedaillen zu bekommen. Aber ich selekte jetzt mal ein paar Leute hier. Wir nehmen den Not-Izu, der ist schon wieder raus. Ist aber nicht so schlimm, dass er nicht mehr dort ist oder nicht mehr da ist. Denn der hat hier, glaube ich, einen guten Takt gegeben, hat immer nett angegriffen. Also das sind alles Angreifer, kann ich euch sagen. Die haben wirklich alles
angegriffen, haben nichts anbrennen lassen. Wir nehmen hier den Marco mit rein, wir nehmen den Homebutton hier mit rein. Einige haben schon mal Medaillen bekommen, wie der Mr. Master, den nehme ich jetzt mal nicht mit rein. Ich nehme hier mal den Puma, das ist ein Rathaus Norma. Ich nehme den Mika hier rein. Wir können jetzt, glaube ich, noch etwas vergeben. Ich muss mal schauen. Wir nehmen den Billy hier und nehme ich mich jetzt mal wirklich an? Nee, ich nehme mich nicht. Ich nehme mich nicht. Ich nehme auch nicht den Avatar. Ich nehme auch nicht den Chefkoch. Wo ist denn der Ferdi hier? Wo ist der Ferdinand? Der Ferdinand ist zwar ein bisschen nicht so super aktiv. Ey, wo ist denn der Ferdinand? Sag nicht, das ganz oben. Ah, doch, der Ferdinand ist da ganz oben. Okay, dem gönnen wir es. Das sind so aufstrebende Zwölfer. Oder halt 11er, 12er. Alle anderen werden jetzt sagen, ja, wir sind ja auch aufstrebend. Natürlich, ich kann mir jetzt auch mit dem Alex ein paar Medaillen geben. Ich bin auch aufstrebend. Ich würde ja auch gerne mal Rathaus 11 werden. Oder halt auch mit dem 11er hier 12er. Nur tue ich mich da auch immer ein bisschen schwer, was das Ganze angeht. Ich würde ganz gerne hier unten in dem Bereich noch was vergeben. Aber die sind alle nicht mehr da. Die habe ich ja alle schon gekickt. Doof. Das ist ein bisschen doof. Also müssen wir einen noch... Ich glaube, einen müssen wir noch verballern. Hier der Flutlicht, der so gebettelt hat, muss ich jetzt ein Zehner werden. Der kriegt auch noch ein paar Bonusmedaillen. Also, wir haben den Bonus hier durch. Da könnt ihr jetzt wieder schreiben, was ihr wollt. Ja, Toto, wusste ich nicht, habe ich nicht, bla bla bla. Es steht ja hier so fett im Chat, wer jetzt Bonus bekommen hat. Und Hintergrund ist aber, ich wollte hier jetzt in jedem Fall neu starten. Denn ohne, dass ich diesen Bonus nicht vergeben habe, habe ich hier unten diese Schaltfläche nicht. Start War. Und ich wollte eigentlich schon vor einer Stunde starten. Wir haben jetzt 22 Uhr. Ich wollte eigentlich schon um 21 Uhr starten. Gucken wir mal. Stransky, Mortus macht Helden. Baby ist wie gewohnt raus. Der macht ja nur Liga mit. Aphrodite, ich nehme eigentlich keine neuen hier erstmal mit rein. Master macht Helden, denke ich mal. Homebutton ist dabei. Baba King macht Helden, das weiß ich. Also so ein paar habe ich auch befördert. Ihr seht das so ein bisschen. Es gibt einige Leute, die ältester geworden sind bei mir hier. Ist in Ordnung. Denn ich habe ewig niemanden hier befördert. Barfuß kann nicht mitmachen. Barfuß ist raus. Der macht am Wochenende was ganz anderes. Da lasst euch überraschen, wo ich den eingeplant habe. Puma Fry raus. Wir machen mal einen 25er, glaube ich. Ich lasse mich mal hier raus. Pilot mache ich mal mit Chefkoch. Was macht der Chefkoch? Der Chefkoch macht eigentlich keine Helden. Was mit dem Alex hier, den lasse ich mal drin, weil der andere auch im CK ist, dann nehme ich den mal raus. Also ich bin mal wieder, ja, ich bin so ein bisschen uneigennützig, denn das ist der Community-Clan hier und da soll die Community vor mir stehen. Ich fände das Ganze allerdings nur, ich finde das Ganze ganz, ganz fair. Ich konnte euch jetzt noch so ein bisschen wenigstens zeigen, hier wenigstens noch einen Angriff, das waren aber auch, glaube ich, so die letzten Angriffe mit den anderen Accounts, muss ich sagen. Bei den Best Clashern waren wir auch im Einsatz, also oder war ich auch im Einsatz, nur konnte ich da nichts mehr abdrehen. Hat mich auch ein bisschen geärgert, habe ich in Urlaub auch gesagt. Oder ich konnte nichts mehr drehen. Ja, ich konnte nichts mehr drehen, denn das ganze Ding war schon vorbei. Ah, den nehmen wir mal mit. Das ganze Ding war schon vorbei. Die haben jetzt nicht so drauf gewartet, dass der Toto endlich was abdreht. Ich hätte ja sagen können, du wartet mal noch eine Stunde. Dann nehme ich noch das eine oder andere so auf. Haben die aber nicht gemacht, ist aber auch nicht so schlimm. Wir sind dort, wir haben die Liga dort super gehalten, denke ich mal. Und ich muss ja allerdings auch die Liga super halten. Der steht nach unten, ah, das ist gut. Aber trotzdem ist nicht so gut, dass meine Queen jetzt gerade schon kaputt gegangen ist. Und dann nehmen wir die hier mal mit rein. Nehmen, was habe ich denn eigentlich dabei? Alter, unmögliche Armee. Was habe ich denn hier dabei? Das geht ja mal gar nicht. Na egal, ich habe ein wenig Fledermauszauber dabei. Okay, das ist sicherlich noch so Armee von ich hatte mal was. Einmal da gefrostet. Und dann gehen die da noch ganz gut durch. Vielleicht muss ich noch einen Babydrachen hinterher schicken, dass das Rathaus hier nochmal flöten geht. Aber die gehen dort alle auf den Drachen drauf. Okay, die gehen alle auf den Drachen drauf. Dann werden das hier ganz maue Prozente. Und dann wird das hier, glaube ich, nichts. Ich denke mal, der Elektrodrachen macht da auch das Rathaus leider nicht kaputt. Oh, wie knapp. Kann ich das noch giften? Shit.
Wir sind nicht in Clash Royale, Toto. Okay, da kann ich den Giftzauber noch anwenden auf irgendeinen Turm. 40%, aber wir haben noch einen Adler. Und wir haben nicht mal mehr einen Stern geschafft. Das war nicht mal mein Tagesstern. Ist aber nicht so schlimm. Ich habe die Armee jetzt so ein bisschen verballert. Ich habe eine nächste Armee am Start, mit der ich ein bisschen übe. Und da ich die Ressourcen hier auch nicht so benötige, ist das mal mau hier. Typisch Rathaus Elver hier, Toto. Habt ihr mir die Tage in die Kommentare geschrieben? Ja, Toto, mit dem Elver mal, muss ein bisschen üben. Vielleicht muss ich auch ein bisschen was anderes setzen. Aber sei es drum, wir trainieren nur nochmal nach. Ich muss hier, glaube ich, noch eine Truppe nachmachen. Ja, so passt das wieder. Da kann ich gleich wieder anfordern. Und ich wollte euch nur kurz informieren, wie wir hier so gestanden haben. Also wir sind hier echt cool. Wirklich, wirklich cool. Zweiter geworden in der Liga. Das hat mich auch unheimlich, da ist die War League, hat mich auch unheimlich gefreut. Aber ich habe es ja so ein bisschen schon vorhergesagt, dass wir entweder Dritter oder Zweiter werden. Aber wir sind mit Abstand Zweiter geworden. Und ich würde sagen, euer Anführer, der Toto hier, hat das alles gerissen. Ich habe euch gelenkt. Nein, habe ich nicht. Ich habe euch nicht gelenkt. Das war eine Teamleistung. Das war mal wieder eine super, super Teamleistung. Ich glaube, der Marco hat das hier auch auf den Punkt gebracht. Der hat nämlich der war der Meinung, wenn man so über die gesamte Liga blickt, dann haben wir die stabilsten Rathäuser gehabt. Wir haben die stabilsten Angreifer gehabt. Wir haben keine Angies. Also wir sind jetzt nicht so irgendwo in so einem Vorteil-Nachteil oder so, sondern wir haben durchaus gut ausgebaute Bases. Wir haben gute Angreifer hier. Und ich glaube, das hat es am Ende so ein bisschen gebracht, dass wir hier jetzt nach Kristall 1 aufgestiegen sind. Es freut mich in jedem Fall für die Jungs und Mädels hier, die am Start waren. Und ich kann nur sagen, Hut ab, das machen wir wieder nach. Die Novemberliga kommt ja irgendwann mal wieder. Aber mal sehen, ob wir dann noch einen 15er oder einen 13er spielen, 30er spielen. Ich würde mich in jedem Fall freuen auf einen 30er, auch wenn ich meine 9er erstmal woanders hinschicke und ein paar 10er und 11er temporär aufnehme oder auch einen 12er. Denn ich möchte ganz gerne auf die Rathaus 9 hier nicht verzichten. Die gehören einfach mit zu diesem Clan dazu. Und in den normalen CWs passt das ja auch absolut super rein hier. Nur in der Liga vielleicht nicht mehr. Aber ihr müsst jetzt nicht alle Rathaus 10 rushen oder was auch immer, nur um bei mir zu bleiben. Ich weiß, wer hier drin ist. Ich hab eine Liste und ich weiß, wer hier schon länger ist. Ihr seht das. Ich habe ja, wie gesagt, so ein paar auch tatsächlich mal zum Ältesten gemacht hier. Auch die noch nicht so lange dabei sind. Aber der Thomas ist hier ganz, ganz engagiert. Ich glaube, den können wir ruhig zum Ältesten schlagen, Lord of War. Dann habe ich hier auch mal den Mr. Master. Der ist schon ewig, 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 ewig hier. Home Button auch. Die waren halt alle im Moment, oder die waren lange nur Leader. Ich habe halt immer das Gefühl gehabt, wenn ich jemanden zum Member mache hier, zum Ältesten mache, dann kicken die mir hier die Member raus. Das wollte ich nie, aber ich glaube, ich habe hier nicht so einen Quatschclub, die dann plötzlich so sagen, ich nehme mal das Heft in die Hand und haue die Mitglieder raus oder lehne hier alles an, was hier abkommt oder ankommt. Ich habe heute auch ein paar angenommen, ein paar abgelehnt. Ein paar sind auch selber wieder gegangen, weil sie die Einsicht hatten, sie sind hier doch nicht die richtigen. Kann auch mal so sein, aber sei es drum. Ihr werdet in jedem Fall am Wochenende ein bisschen Clash of Clans von mir sehen, aus verschiedenen Sachen. Da seid mal überrascht. Also mit dem Barfuß gehe ich hier jetzt in jedem Fall raus, zwinker, zwinker. Und mit dem Toto bin ich auch irgendwo ganz, ganz anders eingeplant. Also auch da nochmal Glückwunsch an den Clan, wo ich mit dem Toto heute mal so richtig verkackt habe. Ich habe nämlich alles irgendwo hingedroppt, weil mein KS scheiße war. Dann war ich sauer, dann habe ich die Scheiße gesetzt. Ich musste auch woanders hin. Und dann den Rest hole ich dann in den nächsten Videos nach. Also ich vergesse hier nichts. Ich bin auch nicht nachtragend. Ich würde sagen, vielen lieben Dank. Bis dahin. Und schönes Wochenende. Euer Toto. Fest.